Der Kollege Dr. Wilhelm Priesmeier hat das Wort für die SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Frau Ministerin, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ob des Inhaltes Ihrer Regierungserklärung. Ich hätte mir dort einige präzisere Ausführungen erwartet, aber meine verehrten Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, vielleicht ein bisschen weniger Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit wäre heute hier am Platze gewesen. Man kann den Sieg ja feiern, aber auch dann mit der gebotenen Ernsthaftigkeit. Lassen Sie mich einige Fragen stellen zu dem Bereich, wer hier von meiner Einschätzung einer Regierungserklärung der Ministerin relativ kurz gekommen ist, der Tierschutz, der mich als Fachpolitiker natürlich auch in besonderer Weise bewegt. Sie schreiben, wir wollen den Tierschutz in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung in Einklang mit der Wirtschaftlichkeit bringen. Eine andere Äußerung, die ernst zu nehmen ist, ist die Frage der 1:1-Umsetzung. Wird das jetzt bedeuten, dass alle Standards, die wir in Deutschland an sich erkämpft haben, über den EU-Standard hinaus zurückgeführt werden? Oder wird das heißen, dass wir weiterhin das, was wir an sich an stringente Politik seit 1998 hier betrieben haben, dass Deutschland auch eine führende Rolle in der europäischen Tierschutzpolitik einnimmt, wird das alles in Frage gestellt werden? Sie machen keine konkreten Aussagen zum Verbandsklagerecht, muss man nicht unbedingt, ist wahrscheinlich ein Tabuthema bei Ihnen, ist auch nicht ganz einfach. Es gibt keine Aussage im Konkreten zur Ferkelkastration. All die Themen, die im Augenblick an sich in vielen Bereichen die Tierschutzdiskussionen bestimmen. In den Niederlanden gibt es bereits eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten, Wirtschaftsbeteiligten bis 2015 vollständig auf die Kastration zu verzichten. Das sind alles Ansätze. Da hätte man sich durchaus dazu äußern können. Aber konkrete Äußerungen kann ich da nicht annehmen. Wie halten Sie es mit den Tiertransporten? Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz haben den Entschließungsantrag vorgelegt. Ich hätte mir gewünscht, dass dort 8 Stunden gestanden hätte. Da steht jetzt im Weiteren nichts. Es gibt auch keine Aussage zum Tierschutz-TÜV, für den ich gekämpft habe und wo ich heute noch stolz darauf bin, dass wir den in irgendeiner Form auch gesetzlich geregelt haben. Die Frage ist, wo bleibt die Verordnung? Frau Ministerin, werden Sie eine Verordnung vorlegen oder werden Sie das nicht tun? Wie sieht die weitere Vorgehensweise aus? Das wird natürlich auch einige Menschen in diesem Lande, die sich für Tierschutz engagieren, brennend interessieren. Ich warte da auf eine Aussage. Wir hatten unter deutscher Ratspräsidentschaft eine große Konferenz in Brüssel. Da ging es um das Tierschutzlabel bei Lebensmitteln. Keine Aussage dazu. Wie stehen Sie dazu? Treten Sie dafür ein? Unterstützen Sie das? Oder ist das auch nur eine Randnotiz? Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP und von der Union, in dem Bereich hätte ich also ein bisschen mehr Mut von Ihnen erwartet und klare Aussagen. Klare Aussagen fehlen mir an sich auch zu Kernbereichen der Agrarpolitik und zu ihrer Weiterentwicklung. Wir wissen alle, dass die gegenwärtige Agrarpolitik auch mit den Prämien und den Transferzahlungen sich dauerhaft und immer wieder neu zu legitimieren hat. Und die Aussage, die dazu kommt, lässt eher befürchten, dass es eine rückwärtsgewandte Politik sein wird, so nach dem Motto, möglichst viel für die erste Säule, möglichst wenig für die zweite Säule. Ich warne davor. Wir werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit den Lissabon-Vertrag rechtskräftig haben. Dann werden sich die Voraussetzungen für die europäische Agrarpolitik und für die nationale Agrarpolitik grundlegend wandeln. Dazu gibt es keinen Hinweis, wie man sich da verhalten möchte. Zu der Frage, die jetzt schon im Vorfeld diskutiert wird, Finanzierung der EU-Agrarpolitik, nationaler Beitrag dazu, welche Größenordnung, wie will man sich da verhalten? Keine Aussage. Das wird viele Landwirte und viele Betroffene und viele Wirtschaftsbeteiligte in diesem Land interessieren. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, bei diesen einschneidenden Veränderungen, die uns bevorstehen, darf es auch keine radikalen Brüche geben.
Das heißt, man muss diesen Prozess gestalten. Sie verschieben das Ganze auf den Zeitpunkt nach 2013. Offensichtlich denken Sie nicht weiter bis 2013. Oder ist das Absicht, um die Landwirte und die Wirtschaftsbeteiligten im Unklaren zu lassen? Ich glaube mal, das sind ganz entscheidende Fragen, zu denen ich mir hier entsprechende Aussagen erwartet hätte. Lassen Sie mich zum Schluss noch einige Bemerkungen machen zu dem Manna, was vom Himmel gefallen ist. Vor allen Dingen für die Milchbauern. Die Milchbauern haben eine harte Zeit hinter sich und im Augenblick scheint es wieder bergauf zu gehen. Die Preise steigen, ich hoffe mal auskömmlich Anfang nächsten Jahres. Da frage ich mich ganz ernsthaft nach der Zielrichtung und der Ausrichtung dieses 500-Millionen-Programms. 500 Millionen sind ungefähr 118 Euro pro Kuh oder 2 Cent pro Liter für den Zeitraum, der angedacht ist. Was bezwecken Sie damit? Wie soll das Geld an die betroffenen Betriebe kommen? Wollen Sie damit Strukturpolitik betreiben oder wollen Sie nur mit der Gießkanne durch die Landschaft fahren und das Geld auskippen? Wollen Sie in gleicher Weise jeden Hektar Grünland bedenken? Wollen Sie in gleicher Weise die Gunststandorte genauso bedenken wie die Grenzertragsstandorte? Was ist die Zielrichtung? Darauf müssen Sie antworten. Und ich hoffe mal, dass Sie das auch tun können. Und nicht nur, so wie es den Anschein hat, dass man die 500 Millionen begreifen kann als die Kompensation dafür, dass endlich die Bayern die Klappe halten, wenn es darum geht, den Quotenausstieg 2015 in irgendeiner Form zu hinterfragen und nach einer Mengensteuerung nach 2015 zu verlangen. Diese Politik während der Verhandlungen, aber auch in den letzten Monaten, hat dazu geführt, dass vielen Betrieben wirtschaftlicher Schaden zugefügt worden ist. Wer sieht, dass die Quotenpreise bei der letzten Auktion schon um 4 Cent gestiegen sind, erkennt, was dort in Bewegung geraten ist. Ich glaube, in der Beziehung wäre ein bisschen mehr Ehrlichkeit an der Tagesordnung gewesen. Ich kann nur hoffen, dass Sie diese Ehrlichkeit in Zukunft aufbringen und freue mich da natürlich auch die Zusammenarbeit mit Ihnen. Aber ich werde Sie immer wieder kritisch fragen, wo denn Ihre Konzepte für die Zukunft sind.